Hi Leute, ich bin Sammy, willkommen auf meinem Kanal. Erstmal die Brille ausziehen. Im heutigen Video geht es um die Dinge, die ich hasse, Dinge, die mich zur Weißglut bringen, Dinge, die mir unter die Haut gehen. Und ich glaube, wir kennen das einfach alle. Wir haben alle Dinge in unserem Leben, die uns in unserem täglichen Leben begleiten, die uns einfach nur nerven. Und heute habe ich mir gedacht, werde ich mein Mundwerk einfach freien Lauf lassen, darüber reden, über die Dinge, die mich einfach nur nerven. Ich bin ja sonst eigentlich immer so extrem positiv, aber es gibt auch Dinge, die selbst meinen ruhigen Charakter richtig... zur Weißglut bringen können, damit sie mich vielleicht von einer anderen Art und Weise kennenlernt. Und ja, viele von euch haben dieses Video angefragt, nachdem mein 50 Facts About Me Tag fast über 10.000 Daumen hoch gekriegt hat. Ich habe euch ja gesagt, wenn es gut ankommt, dann drehe ich dieses Video. Also, viel Spaß bei diesem Video. Schreibt mir in die Kommentare Dinge, die euch nerven. Und ja, vielleicht finden wir so ein paar Parallelen zwischen euch und mir, mir und uns. Für alle, die sich fragen, ich bin gerade zu Hause und das da hinten ist Post von euch von den letzten paar Wochen. Und ich werde mich bald in einem Video dazu widmen. Deswegen, Leute, bleibt dran und viel Spaß beim Video und nimmt es nicht so ernst. Es sind wirklich nur, es ist was Menschliches. Viel Spaß. Die erste Sache, die ich absolut nicht ab kann und hasse, ist langsames Internet. Für mich als YouTuber ist es so schrecklich, einfach nur auf einen weißen Bildschirm zu starren. Die ganze Zeit zu warten, bis das Internet lädt. Ich kann es nicht ab. Ich hasse es! Zweitens, ich kann es nicht ab, wenn jemand in der Öffentlichkeit rülpst. Ich meine, wer hat dir Manieren beigebracht? Ich meine, ich sitze in einem Restaurant und plötzlich, ich sitze ganz normal, esse mein Essen und plötzlich höre ich einfach nur so, bläh. Da kommt meine innere Nadine in mir raus und ich sage nur, aber ihr versteht, was ich meine. Rülpsen geht gar nicht, genauso wie alles andere, was man in der Öffentlichkeit nicht tun sollte. Dazu gehören Furzen, Kacken. Ich liebe irgendwie dieses Videothema. Macht richtig viel Spaß. Öffentliche Toiletten sind für mich der absolute Horror. Ich meine, es ist ja eine richtige Gewohnheit eigentlich von jedem und es sollte jedermanns Gewohnheit sein. Wenn du aufs Klo gehst, dann spürst du. Warum, um alles in der Welt, in unserer Zivilisation, in unserem Jahrhundert, wenn ich auf öffentliche Toiletten gehe, finde ich entweder Pisse vor oder andere Spieße und, like, why? Wieso? Wieso? Wie kann man aus dem Klo rausgehen und nicht spülen? Also mir geht es nicht so in den Kopf rein. Deswegen hasse ich auch öffentliche Toiletten und Leute, die nicht nach dem Klo gehen, spülen. Und Leute, die einfach meinen, sie können nicht zielen. Mama? Eine Sache, die ich hasse, wenn meine Familie mich mitten im Video drehen unterbricht. Noch so eine Sache, die ich absolut hasse, ist, wenn man mich auf Facebook addet. Und ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Und man mich dann fragt, hey, wer bist du? Wieso zur Hölle addest du mich? Ist ja nicht so, dass ich dich geaddet habe, aber warum zur Hölle addest du mich und fragst mich dann, wer du bist? Like, what? Eine weitere Sache, die ich absolut nicht ab kann. Einfach mal warten. Also, letzten Sommer. Ja, ich mal gemacht, ja? Oh, so geil. Ist, wenn man beim Essen mit offenem Mund redet, gleichzeitig schmatzt und sich dann noch am Ende alle Finger einzeln ablecken muss. Ich meine, wenn wir gerade unterwegs sind, wieso zur Hölle leckst du die Finger? Weißt du, wie viele Bakterien unter deinen Nägeln sind? Weißt du, wie dreck du an den Fingern hast? Und du leckst hier einzeln. Der Moment, wenn ein Video sexistisch wird. Noch so einer der Dinge, die mich im Alltag immer wieder begleiten, ist, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und sie, während ich mit ihnen rede, so am Handy sind. Und ich dann sag, hey, hast du meinen Standpunkt verstanden? Weißt du, warum ich eigentlich so denke? Und dann nur kommt, was hast du gesagt? Wieso? Wieso? Wieso kannst du, wenn wir uns treffen, nicht einfach mal dein Handy ablegen? Ich meine, ich bin ja absoluter Twitter und Instagram und ich bin überall, weiß nicht wo im Internet, Fanatiker. Und ja, ich habe meine Notizen aufgeschrieben, damit ich mich an die Dinge erinnern kann, die ich hasse. Wieso zur Hölle kannst du mir nicht folgen und zuhören? Und bist dann einfach, das kannst du auch zu Hause machen. Eine weitere Sache, die mir absolut gegen den Strich geht, ist, wenn jemand unpünktlich ist. Mein Leben ist ziemlich durchgeplant. Ich weiß genau, wann ich aufstehe, wann ich das mache, wann ich
aus dem Klo rauskommen, wenn ich sonst was mache und wenn ich mich mit Menschen treffen muss und wenn diese dann noch zu spät kommen. Weißt du, was das in mir auslöst? Und vor allem, ich hasse es, wenn ich dann irgendwie unterwegs draußen irgendwo warte und dann, oh, ja, ich warte noch ein bisschen, okay, 10 Minuten vorbei, 20 Minuten vorbei. Wieso kannst du nicht pünktlich sein? Unpünktlichkeit. No! Was in der Schulzeit, ich hab's gehasst, wenn Lehrer mit mir extrem langsam geredet haben. So, ja, die Aufgabe, Sammy, ist 1 plus 1. Ja, ich bin nicht mehr in der Grundschule. Ich verstehe es. Ich hab's auch beim ersten Mal verstanden. Wieso zur Hölle müssen sie eigentlich alles so langsam? Oh, 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 ich hab noch was. Wenn Lehrer oder Lehrerinnen, während sie andere Schüler irgendwie etwas erklären wollen und sich im 90-Grad-Winkel, hier ist der Schüler, ich bin der Lehrer, ich stehe hier, das ist jetzt mein Gesicht, und die Lehrerin und der Lehrer, pff, hallo, ich existiere. Eine weitere Sache ist, wenn Menschen, die ich nicht kenne, wildfremde Leute, während ich irgendwie irgendwo warte und stehe und gerade auf mein Handy schaue oder irgendwie anfange zu lachen, einfach weil ich irgendwie eine SMS bekommen habe und ich einfach bemerke, dass hinter mir ein Blick so auf mein Handy geht. Wieso? Ich steck auch nicht irgendwie Sachen, meine Nase in fremde Angelegenheiten und vor allem, ich mag es einfach nicht, wenn ich hier sitze und jemand neben mir sitzt und so reingucken muss. Nein! Ich hasse es, wenn ich mich an meiner eigenen Spucke verschlucke. Noch so eine weitere Sache ist es, wenn Freunde, denen ich etwas zeige und ich zeige ihnen zum Beispiel so ein Foto und sage ihnen, hey, schaut mal, hier war ich mit, was weiß ich, mit meiner Schwester unterwegs und ich meine, also ihr seid jetzt die Person und ich halte es euch so direkt vors Gesicht. Warum müssen alle Menschen immer wieder mein Handy aus der Hand reißen und es in der Hand halten, um es sich genau anzuschauen und dann anfangen zu scrollen? Es gibt Fotos, die ihr nicht sehen dürft. Wieso zur Hölle scrollst du dann in meinem Handy rum? Und wieso nimmst du es mir überhaupt aus der Hand? Und absolutes No-Go und ich hasse es und ich hasse es wie die Pest, es wenn Freunde mich für ihren Beziehungspartner wegbashen. Versteht ihr, wie ich meine? Freunde, für die man immer da gewesen ist und sobald sie in einer Beziehung sind, auf euch scheißen, obwohl man für immer für sie da ist. Ja, ich habe sehr viele Posts auf Facebook dazu geschrieben. Das ist auch so eine Sache, die ich hasse. Ich hasse alles. Wieso zur Hölle beschlägst du? So viel zu den Dingen, die ich hasse. Ich glaube, wenn ich euch all die Dinge, die ich noch im Kopf habe, erzählen würde, würde es diesen Zeitrahmen dieses Videos, glaube ich, sprengen. Das will ich euch nicht antun, aber vielleicht mache ich irgendwo mal einen zweiten Teil, wenn ihr es sehen wollt. Schreibt mir in die Kommentare die Dinge, die ihr hasst. Schreibt einfach nur, ich hasse. Und lasst eurem Frust freien Lauf. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es in diesem Video etwas gegeben hat, was euch genauso nervt wie mich. Ich bin gespannt, wie viele Parallelen wir haben und ich bin gespannt, wie viele mir zustimmen. Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei meinem nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen und euch meine Links hier anzuschauen, weil hier können wir immer wieder miteinander reden. Und ich freue mich, wenn ihr mir auf Twitter folgt und so weiter und so fort. Also Leute, vergesst nicht, mir ein Feedback dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also ciao Leute und tschüss.